So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von meiner Seite aus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mal was ganz Schnelles so, weil wir haben das Problem, ich muss gleich Sachen packen und gleich voll in den Urlaub reinstarten. Es geht ab in den Harz. Die meisten wissen das ja schon. Jetzt muss ein neues Video so rein. Haben ein bisschen schon was vorbereitet. Könnt ihr quasi auf dem Screen hier schon erkennen. Aber wenn wir gleich dazu nochmal so kommen, zu dem Screen, müssen wir erstmal abchecken, womit wir es hier erstmal zu tun haben. Guck mal. Hier habe ich natürlich hier wieder Shisha am Start. Ich zeige euch jetzt mal den Kopf hier. Guck mal, Achtung. Oh, lecker, geil. Einfach stabil, so das Ding. So, das Amy ist Glas, das heißt quasi, ja, ist ein bisschen empfindlich vom Hitzemanagement, aber geht auf jeden Fall voll klar. Wir probieren es einfach mal, ich lange nicht mehr gehabt, müssen ein bisschen probieren und so. So, komm rein, drück mir ja auf den Link. Und da habe ich mir sogar so eine kleine Challenge. So, Frauen und Alter erraten. Wissen wir ja alle, ist eine ganz schwierige Sache. Aber da will ich euch mal zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Auf was man theoretisch gesehen achten könnte. Die sieht jung aus. Ich sag 14. Das kann... Ich hoffe auch nicht, dass es nach zwei Bildern direkt vorbei ist, weil das wäre einfach super schade. Also was halt hier extrem ist, sind halt hier die ausgeprägten Wangenknochen, sage ich jetzt mal. Ist halt geschminkt bis oben hin. Das macht die Situation jetzt nicht einfacher. Nägel bis Anschlag. Schwierig. 15. 15 geht, oder? Ist er irgendwie... an Türsteher oder so vorbeigekommen. So, okay, wir drücken drauf. Geht gut los. Ja. Will man dazu sagen. Zwei Jahre vorbei. Also, wenn man das sind, aber auch ist es ein schwieriges Alter, finde ich. Ist ein schwieriges Alter. Ob man wieder geschminkt? Ja. Sieht so relativ fresh aus, aber wenn man ganz ehrlich ist, ne, wenn du 25 bis 30 bist und dich schminken kannst wie ein Profi, gehst du manchmal trotzdem als 22-Jährige durch, ne, es ist halt immer schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, die sieht unverbraucht aus, aber ich würde sagen, okay, mal andere Frage so, okay, wir sind so im Club unterwegs und sagt ein Kollege, quatsch die mal an, mach die klar. Nee, ich glaube, die ist, also volljährig ist die auf jeden Fall nett. Die kann nicht volljährig sein. Weiß nicht warum. Guck mal, hier, die guckt doch noch so runzlig. Aber hier sind noch keine Falten, nichts. Ich schwank schon wieder so zwischen 15 und 16. Das kann doch nicht sein. Digga, die war doch nicht 14. Scheiße, Mann. Ja, das ist doch kacke jetzt. Guck mal, die sieht schon älter aus. Guck mal, die... Das macht aber auch das Bild. Du hast hier die Wangenknochen, die sind schon ein bisschen mehr so. Das sieht... Könnte unnatürlich sein. Die Haare so... 19, komm, 19. Was? Never. Das kann nicht sein. Das... Ne. Das... Never war die 15. So schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht bei sowas. So, guck mal, die sieht so... Ist die auf einer Party? Wo ist sie? Weiß ich nicht. Okay, gut. Nimm mal ein bisschen mal den Hintergrund so mit. Guck mal, die steht hier so am Strand oder so, chillt hier so ein bisschen rum. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich finde, die sieht einfach irgendwie jung aus. Sie hat die Haare relativ schick gemacht, muss man sagen. Make-up wieder bis Anschlag. Da muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, das ist doch krank. Ich gedacht, das wird hier locker so Durchfahrt so. Aber das kann doch nicht sein, dass ich... Ich sag jetzt... Ey! Hier runterkommen. So. Ja, das ist so das Problem, weil, guck mal, du kannst hier nicht irgendwie so sagen, okay, so ein bisschen Falten, hast halt überall Make-up drauf geklatscht, ne? Die sieht auch aus hier, okay, mal ein bisschen so analytisch mal vorgehen, hier, guck mal, Nase sieht gemacht aus, Lippen auch, so, ab wann darfst du es machen? Wahrscheinlich ab 16 mit Einwilligung der Eltern und ab 18 selber, wann du bockig bist. Aber jetzt mal im Ernst, was ist da dran noch real? Ich kann hier alles andrücken. Wenn man, guck mal, das könnte genauso gut irgendeine Puppe sein. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch die Wimpern, ja? Komplett, komplett gemacht, komplett. So, Augenlidschatten oder was das hier sein soll, keine Ahnung. Okay, wir sagen 18. Die ist frisch außen, plastischer Chirurg. Was ist das, glaube ich, ne? So, pass auf, wir machen jetzt 18, go. Das kann nicht sein, das ist, will mich doch verarschen, das ist doch unnormal, das, die war doch nicht 15. Die sieht jung aus, ich sag 14. Das kann... Ich bin so schlecht, ich war ja nicht mal so ein bisschen immer nah dran. Nicht mal so ein Jahr, wo man so sagen könnte, okay, war knapp so.
Das ist ja immer brutal. Ich würde sagen, die ist 14. Ich log schon mal ein, weil das geht ja hier. So, ich log ein. Warum ist die 14? Ich finde die... Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Die ist... Die hat so ein paar männliche Züge. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so. Ich sag, die ist 14. Die sieht einfach jung aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der erste... Oder die erste, die mal richtig war. Die, guck mal, die hat hier schon Perlenkette geholt, ist hier frisch vom Taxi raus, hat auf jeden Fall keinen Führerschein, hat die so Stylo-Milo-Sonnenbrille. Ist halt relativ schlank, schon ein bisschen zu schlank, ehrlich gesagt. Ist halt auch geschminkt wieder bis Anschlag. Das sind halt alles so kurz vorm Club, ne, alle so rein. Jetzt mal im Ernst, stell mal vor, du bist Türsteher oder so, ja? So, und dann steht da so eine vor dir. Da musst du ja nach dem Ausweis fragen. Ich könnte ja nicht mal Bier verkaufen. Die ist 16, die darf wahrscheinlich schon. Nee, never. Never, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da fragst du die und dann ist die 21 oder was? So, die, guck mal, wie die, guckt das bestimmt noch die Mutter noch. Lass die 50 sein. Ja, das ist scheiße, das ist doch kacke. Dann hätte ich gesagt, dann ist die 20, aber das kann ja nicht sein hier. So Sonnenblumen, so. Guck mal, so ein Scheiß hier. Das trägst du eigentlich so mit 12, 13, ich sag 14. 14, weil die dieses Ding anhat und sowieso relativ jung aussieht. 14. Ist 15, die ist 15, weil 14 hatten wir schon, die ist 15, das ist... Nein! Ich muss einfach auf mein Gefühl... So, die ist, guck mal, die ist so, die sieht auch schon jung aus, hat so wahrscheinlich gerade frisch den Busen gekriegt, so. Von Mutter Natur. So, die ist 15 safe, ja, wusste ich. So, die ist schon, das ist halt wieder kritisch, ne? So, die sieht wieder geschminkt aus bis Anschlag, hat hier so leicht ausgeprägte Wangenknochen, wieder volle Lippen am Start, kleine Nase hier, guck mal hier. Sieht aus wie beim Fotoshooting. Ab wann darfst du rein? Ab 16, dann ist sie 16. Die ist 18. Könnte alles möglich sein. Das ist glaube ich, einfacher, wenn man die mal hören würde. Irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen quatschen oder so. Das ist so, keine Ahnung, hier so eine Soundfile unten drunter, wo du ein bisschen hörst. Ich sag, die ist 17. Die ist doch kein volljährig. ich weiß es nicht. Irgendwas sagt mir, die darf schon Auto fahren. Zumindest hier bei uns. Autofahren mit 14. Die kann auch alles Mögliche sein. Wenn wir jetzt mal hier hingucken, hier so... Was kann das denn sein? Jetzt mal im Ernst. Was ist das? Da ist nichts dran, was real ist so. Weißt du, das ist alles komplett durchgeschminkt, Piercing dran. Die ist 14. Die muss frisch 14 sein. Die ist gerade vom Piercing-Laden gekommen, hat hier das Zeug reinballern lassen, das hier hinten auch, und sagt jetzt so, jetzt muss ich Selfie machen und das irgendwie in die Welt rumschicken. Pass auf. 14. Danke. 14 Safe Call. Ich hab irgendwie das mir nicht so schwer vorgestellt. Ich dachte, das machen wir jetzt so, oder ich, so locker easy, so Durchfahrt. So, das war's dann heute auch schon von meiner Seite aus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es relativ kurz und entspannt war. Würde ich aber sagen, wenn euch das Ding gefallen hat, Daumen nach oben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was für geile Videoideen ich so machen könnte. Keine Ahnung, jetzt abgesehen von irgendwelchen Altern erraten, weil da bin ich ja mega schlecht anscheinend drin. Schreibt's unten rein, ich würde mich echt freuen bei Vorschlägen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in 2 Wochen. Ich freue mich. Bis dann, hau rein. Du weißt, Kuss die links, rechts.